Ja, grüß dich, ihr seid in Stunden beim Ranzensticker. Ich bin Alexander Stiegler. Und jetzt könnt ihr mir über die Schulter anschauen, wie ich da jetzt an so einem Ranzen fertig mache. Und ich das vom Vater gelernt. Und jetzt bin ich nur so 20 Jahre, bin jetzt auch selbstständig. In Tirol gibt es halt eine 3 oder 4 gibt es noch, die das machen. Und wir haben die Urzinger und Zillachtal, die das machen. Hauptsächlich machen wir Ranzen, und zwar für die Schützen und für die Musikkapellen und Trachtenvereine. Und ja, Glockenring machen wir. Und schienst halt so ein paar Sachen, Jeansgürtel und dein Zeug. Aber hauptsächlich machen wir Ranzen. Das kauft man immer mal ein Lehm und das wird aber weitervererbt. Zuerst bespricht man mal, was ungefähr haben will. Bei uns in Tirol ist meistens der Tirol-Lodler innen. Oder wenn jetzt ein Musikant ist, kommt die Lehre rein. Dann schreiben wir das auf und auf wenn es umgeht, ja, zuerst werden die Federn geschnitten. Und auf dann wird das Leder zugeschnitten. Dann zeichne ich das auf, und dann wird das gestickt, und dann wird er halt eingefasst und zusammengenäht und auf den Morgen eigentlich auch holen. Zeichnen ist gleich einmal etwas, aber du musst das umsetzen mit der Stickerei, dass das auf deinen Ranzen etwas ausschaut. Zwischen 130 und 150 Stunden normalen und die Aufwendungen, die haben oft schon ja, 250, 300, 400 Stunden. Ohne. Für die Kinder werde ich das oft hoffentlich weitermachen. Zwingen tue ich niemanden, aber da werde ich schon weiter tun.